Und sie sieht ja aus, mein Brownie. Guck mal hier, wie saftig der ist. Seht ihr das? Ich habe morgen meinen letzten Bootcamp-Tag und zum Abschluss habe ich den leider. Ich habe denen eigentlich gesagt, ich bringe selbstgebackene Kekse mit, aber ich habe es einfach vergessen, ich habe es nicht mehr geschafft. Gekaufte Kekse allerdings, die waren ziemlich trocken, aber sie waren immerhin zuckerfrei und glutenfrei und vegan. Und die habe ich natürlich gesagt, ich bringe euch selbstgemachte Brownies mit. Ich hatte die schon mal mit in der Praxis. Und deswegen machen wir jetzt heute in diesem Video leckere selbstgemachte Kidney Bone Brownies ohne Zucker, selbstverständlich vegan. Here we go. Also für meine Brownies benutze ich Kidneybohnen, weil die natürlich besonders matschig sein müssen. So ein Brownie muss matschig und saftig sein und nach Kidneybohnen geschmacksneutral sind. Dann wende ich ganz gerne Kidneybohnen dazu. Mit der Flüssigkeit drin und mit den Bohnen kommt das Ganze jetzt in den Vitamix hinein. Weil ich keine Lust habe, meinen ganz normalen Mixer zu nehmen. Weil ich dann mehr Arbeit habe bei diesem ganzen Gestampfe, bei diesem Staubmixer. Und der Vitamix, der macht das ganz, ganz toll. Der zerdeppert mir meine Kidneybohnen und auch sonst zerdeppert er mir alles. Der hat schließlich 2 PS, das ist schon ein ziemlich cooles Gerät. Also die werde ich auf jeden Fall sehr, sehr doll vermissen auf der Weltreise, weil wir den täglich benutzen, für alles Mögliche. Okay, ich habe also Kidneybohnen, dann kommt da ein bisschen Xylit rein. Man kann natürlich auch normalen Zucker verwenden, aber wir benutzen den nicht zu Hause. Xylit ist jetzt nicht das allerbeste, man sollte nicht so viel davon benutzen oder so viel davon essen. Ich backe da jetzt ungefähr auf eine Dose Kidneybohnen, so Pi mal Daumen, 100, 150 Gramm Xylit rein. Eine Prise Salz kommt da rein, Meeressalz oder ein anderes Salz. Das ist ungefähr die Prise. Und jetzt vermenge ich das Ganze hier in diesen Vitamix. Sieht man das eigentlich? Deckel rauf, zumachen und. Müsste das Ganze fertig sein. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. So, der Teig ist jetzt etwas flüssig, aber ich lasse ihn jetzt einfach so, wie er ist und hoffe, dass einfach was Gutes dabei rauskommt. Schon sehr flüssig. Ich nehme mir ein ganz schlichtes Backblech, pack darauf ein Stückchen Backpapier und werde das jetzt hier so einfach auskippen. Einmal rauf damit der Matsche und fertig. Ab in den Ofen damit. So, mein Blech kommt jetzt in den Ofen. Zack. Tschüss. Hoffentlich werden die Brownies jetzt was. Mal schauen. Ich schalte mal in 20 Minuten wieder rein und dann gucken wir mal, wie die Lage so ist. So sieht er aus. Lecker! Marie, nicht anfassen, der ist nicht für dich. Lecker. Und um morgen einen leckeren Brownie-Kuchen mitzunehmen, muss ich den natürlich auch sehr probieren, weil ich weiß ja gar nicht, wie er schmeckt. Also schauen wir mal, ich beiß mir jetzt mal ein kleines Stückchen ab und dann muss er einfach gut sein. Die Konsistenz hat... Oh, Stefan! Die Konsistenz hat in diesem Falle keine große Rolle gespielt, zum Glück. Und ich probiere jetzt ein ganz kleines Stück. Und sie sieht ja aus, mein Brownie. Guck mal hier, wie saftig der ist. Seht ihr das? Mmh, richtig lecker. Marie, willst du mal probieren? Also, wenn ihr die Brownies nachher esst, dann achtet bitte dabei darauf, dass ihr nicht das ganze Blech alleine verspeist, weil da so viel Xylit drin ist. Davon kriegt man Blähung. Und das wollen wir alle nicht riechen. Xylit ist jetzt nicht... Das Gelbe vom Ei für den Darm. Ah, ah,